Es ist mehr als schwer, sich von dem Narzissten zu lösen. Vor allem, wenn er oder sie tief in deinem Leben verwurzelt ist. Aber es ist möglich. Somit würde auch deine Heilung und deine Selbstfindung beginnen. Und wie das Ganze funktioniert und wie du dich lösen kannst, erfährst du in diesem Video. Narzisstische Beziehungen können am Anfang sehr magisch sein, sehr bezaubernd, sehr aufbauend. Und je nach Dauer wird es aber zu einem Zyklus von Machtmissbrauch, ein Zyklus von Manipulation, ein Zyklus von Herrschen. Und das soll natürlich durchbrochen werden. Das Erste, was du verstehen musst, ist die Idealisieren, Abwerten, Verwerfen Dynamik. Ein Narzisst stellt dich am Anfang immer auf den Podest, Lovebombing. Er legt dir die Welt zu Füßen. Irgendwann fängt er an, dich zu kritisieren und dann wertet er dich nur noch ab. Es ist also ein Prozess. Idealisieren, abwerten, verwerfen. Wenn du schon merkst, dass am Anfang einer Beziehung sehr viel Dynamik darin verbracht wird, dich hochzuloben, dir alles recht machen zu wollen, dir Versprechungen zu machen, all das, was du denkst, du willst es gerade hören, dann sollten da schon die Alarmzeichen leuchten und du solltest dich schon mal zurücknehmen. Denn meist kommt dieser Prozess schleichend und ist auch schwer zu durchschauen. Wenn dir aber etwas auffällt in dieser Dynamik, dann befreie dich, indem du dich ein bisschen in diese Persönlichkeitsart einarbeitest. Sprich, vielleicht gibt es einen Grund, warum dein Partner oder deine Partnerin auf einmal so ein bisschen kritisierender wird. Vielleicht ist er oder sie selbst gerade unglücklich und es ist gar kein narzisstischer Zug, sondern es ist gerade einfach nur zeitbedingt. Wenn du aber merkst, dass es dauerhaft bleibt, dann solltest du schon einen Schritt zurückgehen und nicht die Schuld bei dir suchen, sondern immer eine Kompromissfindung erarbeiten. Wichtig ist dabei auch, dass du dir immer Hilfe suchst. Hol dir Hilfe bei deiner Familie, bei deinen Freunden, bei Therapiegruppen, vielleicht auch bei Hilfestellen, ja, oder bei einem Coach wie mir. Denn in der Gemeinschaft kannst du dich immer besser lösen. Ein Narzisst wird dich nämlich auf Dauer immer runterziehen. Es sei denn, er geht auch diesen Weg der Therapie und der Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung. Wichtig für dich ist, dass du dir für nichts zu schade bist, dass du auch keine Sorge trägst, dass du dich schämen musst, denn sich zu verlieben ist nicht schlimm. Das ist etwas Schönes. Geblendet zu werden, dafür kannst du nichts, denn man blendet dich und deine Gefühle und somit hat man dich manipulativ im Griff. Deswegen lass dir helfen, wenn du merkst, du schaffst es alleine nicht daraus. Wenn du aber merkst, es geht irgendwie auf Dauer, dass leichte Veränderung stattfindet, ist es enorm wichtig, dass du Grenzen setzt. Setze Grenzen, um dich zu zeigen, setze Grenzen, dass du nicht missbraucht werden kannst in Form von Übergriffigkeit, dass man dich nicht manipulieren kann, dass du dich selbst nicht in den Selbstzweifel stellst, sondern in deiner starken Persönlichkeit bleibst und dadurch natürlich ein weniger gefundenes Fressen für den Narzissten bist. Wenn du merkst, dass es weiterhin anhält, dieses Verhalten, dann musst du den Kontakt minimalisieren, wenn nicht sogar am besten beenden. Wichtig für dich nämlich aus dieser Sachlage herauszukommen, ist diese emotionale Abhängigkeit, was der Narzisst schafft durch sein am Anfang so tolles Verhalten. Du musst aber immer überlegen, der Ist-Zustand ist genau das Gegenteil und das ist nicht das, was du willst. Du willst das vom Anfang an, dauerhaft. Du möchtest nicht, dass man deine Schwächen gegen dich benutzt. Du möchtest nicht, dass man dich so manipuliert, dass dein eigenes Wertesystem und dein eigener Wille schon gar nicht mehr existieren. Deswegen ist Kontaktabbruch hier meist die beste Entscheidung. Und das sagt dir dann auch gleich auf, es ist wichtig, dass du nebenbei auch an deiner Selbstliebe arbeitest. Denn wenn der Selbstzweifel beginnt und die Problemsuche bei dir stattfindet, hat dieser Mensch immer wieder die Fähigkeit, in dein Leben zu kommen, auch wenn du das gar nicht willst. Für dich sollte nun klar sein, dass deine Selbstliebe, der Selbstwert aufgebaut werden muss.
Weil genau das hat der Narzisst begonnen, kaputt zu machen. Und ohne Selbstliebe kannst du keine gesunde Beziehung führen. Deswegen war die Beziehung auch nicht mehr gesund. Er hat seine Macht ausgenutzt, um dich noch kleiner zu machen, damit du ja kein Widerwort gibst. Und das ist nicht das, was du willst. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher. Natürlich ist es herausfordernd, sich von einem Narzissten oder einer Narzisstin zu lösen. Und natürlich kostet das sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Engagement, sehr viel Mut, sehr viel Ausdauer und manchmal auch sehr, sehr viel Tränen. Aber du bist es wert, dass du dir Gutes zusprichst. Du bist es wert, dass du dich nicht klein machen lässt. Und vor allem bist du es wert, ernst genommen zu werden. Und wenn du denkst, du brauchst Unterstützung, bin ich mit meinem Team gerne für dich da, in Form vom Selbstliebe-Coaching, in Form vom inneren Kind-Coaching. Ich zeige dir hier jetzt noch was und unten in der Infobox findest du alles dazu.